Hallo und willkommen zu diesem Video, in dem ich kurz erkläre, wie der Prüfungsbeleg in den schriftlichen Klausuren ausgefüllt werden soll, damit er hinterher möglichst verlässlich gescannt und richtig ausgelesen werden kann. Dafür haben wir hier einen Screenshot von so einem Prüfungsbeleg und es gibt drei Teile, die für die teilnehmenden Studierenden wichtig sind. Das ist einmal das Feld für die persönlichen Daten, Name und Unterschrift, dann das Feld für die Matrikelnummer, die darunter auch durch Ankreuzen markiert werden muss. Und dann natürlich das Feld für die Antworten. Wichtig ist, alle Einträge sollten mit schwarzem oder blauem Kugelschreiber gemacht werden, weil das dann beim Scannen hinterher am verlässlichsten gelesen werden kann. Für den Rest der Klausur können natürlich andere Stifte für die Notizen verwendet werden, aber für den Prüfungsbeleg eben schwarzer oder blauer Kugelschreiber. Dann zoomen wir hier einmal rein und schauen uns die Felder genauer an. Beim Namen denke ich, ist wenig überraschend, was dort zu tun ist. Man sollte halbwegs verständlich und gut lesbar den Namen und den Vornamen eintragen und dann hinterher unterschreiben. Und dann gehen wir weiter zur Matrikelnummer. Stellen wir uns vor, wir haben die Matrikelnummer 02197531. Dann tragen wir die zunächst hier oben ein. Und ganz wichtig, damit es dann automatisiert verlässlich gescannt werden kann, muss die Matrikelnummer in den Kästchen darunter auch durch Ankreuzen markiert werden. Das heißt, in jeder Spalte gibt es Kästchen von 0 bis 9, wo man anzeigen kann, in der ersten Spalte möchte ich eine 0 eintragen, in der zweiten Spalte möchte ich eine 2 eintragen, in der dritten Spalte eine 1 und so weiter. Achtung, es fängt beim Zählen immer mit der Zeile 0 an. Also eine häufige Fehlerquelle ist, wenn man eine 1 eintragen möchte, dass man in der ersten Zeile das Kreuzchen setzt, aber es ist in der zweiten Zeile, weil wir eben mit 0 anfangen. Und dann machen wir dasselbe in den üblichen Spalten. Wir wollen die 9, die 7, die 5, die 3 und dann die 1 wieder in der zweiten Zeile haben. Gut, damit sind wir dann fertig mit den Formalia und können übergehen zu den Antworten auf die Prüfungsfragen. Die sollten wir uns natürlich zuerst überlegen, damit wir auch sicher sind, was wir da ankreuzen wollen. Aber wenn wir das dann wissen, können wir das eintragen und wir stellen uns vor, in Frage 1 möchten wir Antwort A ankreuzen und dann können wir das hier machen. Beim Setzen der Kreuze bitte halbwegs sorgfältig vorgehen, also nicht so ankreuzen, weil es dann durch die Striche, die in der Nähe der anderen Kästchen laufen, zu Fehlern beim Lesen der anderen Kästchen kommen kann, nicht muss. Also man muss sich da nicht verkopfen. Wenn die Linien ein klein bisschen herauslaufen, das ist nicht schlimm. Oder wenn das Kreuzchen nicht genau mittig ist, ist es auch nicht schlimm. Aber so halbwegs sollte es passen. Wenn man dann drauf kommt, ein Kreuz, das man gesetzt hat, war falsch. Und man möchte nicht, dass das Kästchen angekreuzt ist, soll man das ausmalen und bitte dabei nicht so viel freie Fläche lassen, sondern damit das möglichst sicher ausgelesen werden kann, das Kästchen halbwegs vollständig ausfüllen. Und danach kann man dann eins der anderen Kästchen wie gehabt ankreuzen und das wird dann als ausgefüllt ausgewertet. Wenn man drauf kommt, dass auch das zweite Kreuz, was man gesetzt hat, nicht richtig ist, kann man natürlich auch da das Kästchen wieder ausfüllen. Schwarze ausmalen, möglichst wenig weiße Fläche lassen und kann dann noch auf eine der verbleibenden Antworten wechseln. Wenn man wieder auf eine Frage zurückwechseln möchte, die man bereits ausgemalt hat, dann hat man keine Möglichkeit mehr, dass das auf diesem Prüfungsbeleg automatisiert richtig ausgelesen werden kann. Gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder die Klausur stellt noch einen Ersatzbeleg zur Verfügung. Dann kann man auf den Ersatzbeleg wechseln, dort wieder Name und Matrikelnummer eintragen, ankreuzen und danach die Antworten eintragen. Wenn es keinen Ersatzbeleg gibt und man nur diesen einen Prüfungsbeleg in der Klausur zur Verfügung hat, dann gibt es keine Möglichkeit, dass das richtig ausgewertet werden kann. Ich würde dann empfehlen, hier
einen Kringel drum zu machen, um anzuzeigen, diese Antwort soll richtig gewertet werden. Und dann muss ich aber meine Prüfungsaufsicht darauf aufmerksam machen, dass das so ist. Und dieser Prüfungsbeleg muss dann händisch hinterher korrigiert werden. Wenn das nicht gemacht wird, wird das Kästchen nach wie vor als nicht angekreuzt gewertet. Okay, und das, was ich hier für die erste Frage gesagt habe, gilt natürlich auch für alle anderen Fragen, die ich entsprechend markieren kann und habe dann meinen Prüfungsbeleg fertig ausgefüllt.